Auf geht's, weiter mit Gelsiff. Eine Runde weiter. Flotte inaktiv. Jetzt ziehen wir einmal drumherum. Ah, hier kann man anscheinend durchziehen. Oh, hier könnte der Heimatplanet sein. Wow, hier ist Altaria. Da ist auch eine Krone drauf. Das ist deren Heimatplanet. Boah, die besiedeln sogar kleine Kolonien drumherum. Könnten wir auch machen. Mit der Sonde. Wir wollten schauen, ob wir die beiden... Ich glaube, das klappt nie. Ich versuch's mal, ob wir das hinbekommen. Genau dazwischen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich glaube nicht. Die Abstände sind zu groß. Das kriegen wir nicht hin. Schiff inaktiv. Ah, das ist Kolonieschiff, mit dem wir... mit dem wir den Planeten besiedeln wollen. Genau. Und das ist eine weitere Flotte. Keine spannenden Planeten weit und breit. Die so hell leuchten, die sind potenziell interessant. Könnte uns hier reinfräsen, Klasse 2. Einfach nur, um hier einen Stützpunkt zu haben. Gegenüber denen hier. Ist natürlich irgendwie gemein, ne? Komm mit, wir wollen noch tiefer in den Raum vorrücken. Wer weiß, was da noch alles ist. So, in Bull Street haben wir irgendwas fertig gebaut. In 7 Runden der nächste Bürger. Und lass uns mal schauen, was wir als nächstes machen. Wir haben das, die Hauptstadt gebaut, hier den kolonialen Generator, 5-3 Produktion. Hier bekämen wir schlagartig mehr Forschung. Eigentlich geht es ums Geld hier. Aber wir haben hier nur 2 Forschungen. Dadurch bekämen wir 16% mehr auf 2. Kann man machen, dauert aber ewig. Ich würde noch einen Fertigungsbezirk bauen, damit wir überhaupt vernünftig schnell bauen können. Ein cooler Fertigungsbezirk könnte entstehen. Minus 1 haben wir hier drauf, aber von dem haben wir plus 2. Also plus 1 in Summe, 7 Runden fertig, gibt 3 mehr. Das ist 3% mehr, das ist erbärmlich. Wir könnten das hier überbauen. Wir könnten auf die Forschung verzichten. Weil er soll ja eine Bull Street hin und könnten hier den Fertigungsbezirk hinsetzen. Wir sind 7 Runden fertig und gibt uns 9% mehr. Auf die 5-3. Wir hätten mehr davon, wenn wir die Zustimmung der Bürger hier erhöhen. Die ist bei 66%. Vielleicht können wir irgendwo so eine Art Unterhaltungsbezirk bauen. Ich sehe nichts. Seht ihr irgendwo eine Möglichkeit, einen Unterhaltungsdistrikt zu bauen? Mit einem nennenswerten Ertrag ich nicht. Boah, das ist echt doof hier. Bauen wir hier den Fertigungsdistrikt, sonst kommen wir ja zu nichts. Das ist der ideale Standort dafür. Warum dringt hier die Asteroidenschürfer? Dann, ob ich der schwarze und der grüne Blechwalze, wo meinst du das? In welcher Welt? So, jetzt können wir hier den hier holen. Inversonia 5 benötigt Extremkolonisierung. Der war's, hier wollten wir hin. Das meintest du, ne? Hier geht's hin. Prima, da können wir hin. Und der geht dann erst später.
Alles klar. Gut mitgedacht, danke. Es ist uns nicht unumstritten. Wir gucken nochmal, ob wir neue Bürger haben. Ja, wir können neue Bürger zuweisen. Haben alle Welten einen Gouverneur? Ja. 8 Monate können wir noch Angela Coyne reduzieren. Sehr hoher Zustimmungswert. Top. Genial. Boah, die ist gut. Die sollten wir auf jeden Fall sicher haben. Da geben wir auf jeden Fall das Geld für aus. Und hier auch einen sehr hohen Zustimmungswert und einen Bonus auf Intelligenz. Ich weiß nicht, ob das hier unten schon eingerechnet wurde. Als Diplomat erhöht, boah, Schmuggler, weisen wir könnten sie als Diplomatin zuweisen zur Altarianischen Republik. Das ist gemein. Dann würde dort vor Ort die Kriminalität erhöht werden, weil sie eine Schmugglerin ist. Diplomatiewert war, glaube ich, Intelligenz, ne? Nee. Hier, Soziales. Hoher Soziales Wert. Ja, mit ihr könnten wir arbeiten, als Diplomatin. Ist natürlich sehr gemein. Der hohe Soziales Wert und der Forschungswert wäre toll für einen Forschungsplaneten. Wir könnten sie als Diplomatin rüberschicken schon mal. Ja? Und also da ist der Zustimmungswert zu gering, das machen wir nicht. Und Angela Coyne? Könnten wir als neue Gouverneurin rekrutieren für den neuen Planeten gleich. Und sie schicken wir als Diplomatin rüber hierhin. Und der Bonus? 2% Kriminalität vor Ort. Und die Beziehungen steigen an um +3 jede Runde. Das ist ja spannend. Wegen der kulturellen Unterschiede verlieren wir 1. Die Missionare freigelassen +2. Und gilt das für jede Runde? Anscheinend ja. Und weil wir noch nicht Konkurrenten sind, dicht nebeneinander. Ich glaube, wir sind bei herzlich und es wird besser. Den können wir gleich Frachter schicken. Wieso wird das Kolonieschiff? Achso, ein letztes Kolonieschiff. Zwei Arbeitsschiffe haben wir. Ein drittes. Und danach Frachter. So, jetzt kommt unsere vierte. Unsere vierte Siedlung hier vorne. Unser vierter Planet. Vorher checken, was hat er für gute Werte? Viel Produktion. Alles andere doof. Wieder nur ein Produktionsplanet. Aber wir müssen noch mit einem Schiff vorher ziehen. Gucken, was wir hier oben Spannendes haben. Einmal hierhin. Jetzt ist die Frage, bekommen wir diese beiden strategischen Ressourcen in einen Radius rein? Nein, jetzt schon außerhalb. Vielleicht, wenn wir noch eins nach links ziehen? Nein, ganz knapp nicht. Forschung abgeschlossen, Asteroidschürfer. Jetzt können wir orbitalen Bergbau nachher machen. Das sind die Extraktoren für die strategischen Ressourcen. Dann können wir spezielle Bergbaubasen bauen auf Asteroidfeldern. Und das wiederum, die nächste Forschung, erlaubt dann von so einer Sternenbasis aus überhaupt hier Sachen zu machen. Die strategischen Ressourcen zu holen. Versorgungsschiffe bauen können. Ich glaube, entdeckt.
Ach so, weitere Anomalien aufdecken. Wir haben die bisherigen ja noch gar nicht alle aufgedeckt. Thulium-Sensoreinrichtung brauchen wir nicht. Weltraumaufzüge und anderes ist in zwei Runden geschafft. Entweder machen wir das oder wir gehen hier vorne hin und wo war es nochmal? Orbitalen Bergbau. 9 Runden. Das sind die Extraktoren für die strategischen Ressourcen. Nein, das ist orbitaler Bergbau. Das ist für die Planeten, in deren unmittelbare Reichweite eine strategische Ressource ist. Und dann kann man hier vorne bei einem solchen Planeten, hier zum Beispiel, hier vorne, das hier ist Durantium. Wenn wir hier das entsprechende Modul uns holen, das muss nachher noch kommen. Ich glaube, das ist sowas und dann würden wir das hier in Reichweite bekommen und bräuchten dafür keine Sternenbasis. Dafür ist das. Die Unterschiede zu Galactic Civilizations 3. Ich habe da eine Grafik irgendwo bekommen. Die fand ich sehr spannend. Kann ich nachher nochmal erzählen in der Pause. Also das sollten wir auch so erschließen können. Wir machen das ja mal. Warum dringend mehr Forschung, Leute? Großes Zahnrad. Wir wollten hier eine Schiffswerfte bauen. Wie lange dauert die denn? Wir brauchen erst noch mehr Produktion. 13 ist gut, wir wollen noch mehr. 13 Produktionen haben wir schon. Da ist der Fertigungsbezirk. Können wir den aufleveln bereits? Noch nicht. Das kommt noch. Hier. Das können wir aufleveln zu einem Extraktor. Und dann produzieren wir noch mehr Xanthium. Haben wir das denn überhaupt schon produziert? Nee, das ist nur das Vorkommen. Und ab dann produzieren wir Xanthium. Runde für Runde ein bisschen. Und plus 2 Fertigung. Überall. Mega cool. Wird sofort gemacht. Ich bin total fasziniert. Das machen wir. Was können wir danach bauen? Mehr Zustimmung. Unterhaltungsdistrikt. 4% mehr Zustimmung. Dauert 9 Runden. Wir machen erstmal die Sache hier, dann geht's weiter. Hier oben hin. Hier durch, bitte. Ist wieder hier vorne hin. Aha. Eine erstaunliche Welt. Da können wir siedeln. Leto 2. Die ist gut. Da geht's hin. Endlich mal eine vernünftige Welt. Dunkelgrau. Hier vorne auch. Da geht's hin. Gott sei Dank. Hier vorne auch. Das ist ja direkt neben deren Grenzen. Das gibt Ärger. Bis sie da angekommen sind, haben die eh was gesiedelt. Ich würde lieber die Zwischenräume hier noch nutzen. Ja? Rechts in der Leiste auf das Plus zum Aufleveln des Sektors. Worüber reden Sie? Achso, das war das, was du eben mal... Alles klar, Pfeiffer. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Das hatte ich schon gesehen, genau. Jetzt geht's hier noch weiter. Das hier in die Lücken rein. Ob wir hier mit einem Kolonieschiff hin können. Hier vorne. Das Dreieck geht's rein. Achtung, Leute. Neue Kolonie. Und? Ja.
Und das war ein, vorher nochmal checken, ein Produktionsbezirk-Ding. Vielleicht Forschung. Aber vielleicht finden wir noch, ist hier oben gute Forschung? Haben wir die Viererforschung? Da hätten wir einen unseren, hätten wir endlich mal einen Forschungsplaneten. Wir haben noch keinen einzigen. Viel Forschung entsteht hier eigentlich. Mittlerweile recht viel. Das ist ein Produktionsplanet. Es tut mir echt leid. Was soll man sonst machen? Schon wieder einer. Mit Schiffswerft maximale planetare Verteidigung erhöht. Noch ein Produktionsplanet? Ob es nachteilig ist, sich so groß auszuweiten, fragte Midgard. Das Verteidigen könnte schwierig werden, ja. Das ist das Risiko. Aber da wir gesehen haben, wir haben einen Nachbarn kennengelernt, mit dem verstehen wir uns im Augenblick gut. Das kann sich noch ändern. Aber so funktioniert halt 4X-Spieler. Man dehnt sich so weit es geht aus und kalkuliert das Risiko. Wenn man gegenüber Nachbarn expandiert, die sehr kriegerisch sind, dann gibt es ein Problem. Ja, wieder ein Produktionsplanet. Es tut mir leid. New Detroit. Ja, wir können auch sagen, Neu-Essen, Neu-Dortmund. Ja? Neu-Dortmund, nickt ihr mir das ab? Neu-Ruhrgebiet. Orbital-Ruhrgebiet. Ruhrgebiet im All. Was ist Ruhrgebiet auf Englisch? Keine Ahnung. Komm, wir machen einmal Neu-Dortmund. Ach komm, wir machen Ruhrgebiet. Wir machen es mal ganz doll. Ruhrgebiet neu, Neu-Ruhrgebiet, Nova-Ruhrgebiet. Komm, wir vergewaltigen die Wissenschaftssprache. Nova-Ruhrgebiet. Ja, Planeten sind weiblich. Nova-Ruhrgebiet. Nova-Ruhrgebietin. Nova-Ruhrzone. Nova-Kohlenpott. Nova-Brikett. Elsass-Lothringen geht auch. Ruhrpott. Wir machen Ruhrpott draus, komm. Pott 2. Da kann ich auch gleich sagen, Kiffer-Lounge hier. Oh, ein Bericht. Nach 50 Jahren Abwesenheit ist ein Komet in das Sonnensystem von Ruhrpott eingetreten. Zucker, so ein Satz. Und versetzt eine primitive örtliche Spezies in Ekstase. Offenbar verehren sie diesen wiederkehrenden Besucher als eine Gottheit. Unsere Wissenschaftler berichten, dass dieser Komet zumindest zum Teil künstlichen Ursprungs sei. Ein Relikt, anscheinend von einer fortschrittlichen Lebensform in der Oortschen Wolke zurückgelassen. Es könnte sich lohnen, ihn zu bergen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir damit eine Gottheit töten. Wir töten doch keine Götter, Leute. Das geht gar nicht. Oh, Traditionalismus finde ich doof. Das will ich gar nicht erhöhen. Mehr Überredung ist gut. Mehr Einfluss ist gut. Alles toll. Aber, also wir können die Gläubigen einladen. Aber wie gesagt, alle Events, alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, haben Zukunft, haben Auswirkungen auf die Events, die in Zukunft kommen. Die werden die ganze Zeit prozedural generiert von einer KI, von einem KI-Chatbot im Hintergrund. Also, daran sind wir gebunden. Versteckt den Kometen, ladet Wissenschaftler ein, hier hinzukommen und Untersuchungen einzustellen. Nihilismus will ich gar nicht. Täuschung. Tötet den Gott. Nehmt das Auge. Nutzt es, um unser Militär zu fördern. Nee, danke. Oh Gott, wir müssen hier drauf gehen. WB bekommt mehr Überredungsgabe und mehr Einfluss. Ja, komm, wir machen einen auf Kirche hier. Auf dem Ruhrpott lebt ein Gott, ein Kometengott. Und wir schicken. Haben wir nicht jemand frei schon? Wen wollten wir hinschicken? Also auf gar keinen Fall. Zustimmung zu gering. Wir hatten gesagt, viel Produktion, viel Fleiß hier. Jason Bianchi, der ist neu. Tolle Werte. Sehr viel Fleiß, hoher Sozialwert, viel Zustimmung.
Und die behalten wir mal auf für einen Forschungsplaneten hier. Einmal rekrutieren hier. Gott, geht das Geld weg hier. Jason Bianchi. Und wir können wieder bauen. Preise den heißigen Bullmeten. Richtiger Hinweis. Danke an North Bowman hier. 5 Produktionen vor Ort. Zustimmungswert 85%. Mega cool. So, jetzt lass uns wieder puzzeln, Leute. Wir setzen hintereinander die Kernwelthauptstadt, die alles boostet und eine Fertigung gibt. 2 Fertigungen, drumherum viel Fertigung. Und Versorgungsdepot, das Produktionsgebäude drumherum boostet. Wasserfall plus 3 auf die Produktion. Mega cool. Ankunft. 1 auf alles. Super cool. Der Ort, wo die Erkunder endeten. Da könnten wir die Kernwelthauptstadt draufsetzen. Wobei, plus 1 auf alle, die selber produziert ja gar nichts. Das ist doof. Das ist mehr so ein Allrounder. Da können wir irgendwas draufsetzen. Da könnten wir zum Beispiel den kolonialen Generator draufsetzen. Der hat 2 Fertigungen. Produziert er dann 3 Fertigungen? Nee, das ist nur ein höheres Level von irgendwas. Militär. Einfluss. Schwebende Berge. Eieiei. 3 fürs Bevölkerungslimit. So, Leute, wo kommen wir hin? Wohlstand, Goldfelder. Also wenn wir das überbauen würden, wären wir ein bisschen doof, ne? Einfluss, Militär. Ich würde den kolonialen Generator gerne hier draufsetzen. Dann haben wir nämlich... Das gibt einfach nur 1 mehr. Das klingt cooler, als ist das nur ein Allrounder-Feld. Das kann man für alles benutzen. Wo haben wir denn? Wir haben keine. Das ist das einzig coole Produktionsfeld hier. Das überbauen wir, das überbauen wir. Das ignorieren wir. Ob wir das. Wir spezialisieren Wohlstand, holen wir uns über Frachter und so. Wir bauen hier was in die Mitte hin. Hier könnte reinkommen, der koloniale Generator, 2 Produktionen für alles drumherum. Und da können wir hier drauf das Fertigungsgebäude setzen und die Hauptstadt in einem Feld Abstand hierhin. Da könnten davon Einfluss- und Militärgebäude produzieren. Hier die Hauptstadt hin, auf den Dschungel. Hier das der Generator hin, plus 2 Fertigung. Drumherum ein Kranz von Produktionsgebäuden. Angrenzungsboni Level plus 1. Dann würde ich das eher hier oben hinsetzen. Dann würden die beiden davon profitieren. Hier das Gebäude hinter den Generator. Der boostet alle Produktionsgebäude drumherum. Und hier oben das plus 1 auf alle durch die Kernwelthauptstadt. Dann würden die beiden sehr gut funktionieren. Oder hierhin. Denn weil da bauen wir als erstes ein Produktionsgebäude hin. Hier drauf. Dann werden die beiden geboostet. Die Idee gefällt mir. Lass uns das so machen. Hier kommt die Hauptstadt hin, auf die gefrorenen Seen. Haku auf das grüne Hexfeld. Welches grüne Hexfeld? Das hier. Nee, aber wir gehen hier hin. Wie gerade erklärt. Einmal hier hin. Der ist sofort fertig. Jetzt bauen wir den kolonialen Generator hier in die Mitte. Beschleunigen den. 150. Also bald geht das Geld alle. Das Geld brauchen wir, um überhaupt aus Kolonien Kernwelten zu machen.
ein Gouverneur vor Ort kostet vielleicht 250 im Schnitt. Und hier haben wir schon viel Produktion, 6, 8. Der kann alleine entstehen. Der entsteht hier über Zeit alleine. Und da als nächstes bauen wir dann hier vorne rein den Fertigungsbezirk. Dahinter. Dann hier den nächsten Fertigungsbezirk. Okay. Und jetzt ziehen wir noch weiter Richtung. Tja, hier vorne können wir noch siedeln, ne? Wahrscheinlich. Das ist die Sonde. Mal gucken, was wir hier finden. Im Augenblick gar nichts. Das Arbeitsschiff, wir hatten gesagt, das hier, das Sorantium, nutzen wir über eine orbitale Geschichte. Das Arbeitsschiff ist hier verschenkt. Mit dem Arbeitsschiff 4. Oh. Gar jede Menge Bergbau hier vorne. Unfassbare Mengen an Bergbau hier. Nee. Ein Dorantium hier. Wir sollten. Oh, jetzt weiß ich nicht genau. Die Minenbasen. Ob die in die dazwischen gebaut werden, die Minenschürfer, oder ob die in die Asteroidenfelder reingebaut werden. Können wir die schon bauen? Haben wir die Schiffe schon freigeschaltet? Das sind sie. Asteroidschürfer. 6 Bewegungspunkte. Ich speichere mal kurz ab, das testen wir mal kurz. Immer mittendrin. Ja, so war es bei den alten Spielen. Bei den alten Galaxy-Spielen. Ich weiß nicht, ob es bei Galaxy 4 so ist. Da wurden die immer in die Mitte gebaut und drumherum erschlossen die viel. Aber welcher Radius hat der Minenbauer hier? Wird nicht klar angezeigt, ne? Wir testen das mal hier. Der hat 6 Bewegungspunkte. Hier ziehen wir mal rein. Es wird immer eine Gruppe benutzt hier, oder was? Bergbaubasis. Klickt auf einen Planeten, um sie zuzuweisen. Hier geht's rüber. Und was produziert er? Produktionsertrag 01 auf den 3 Feldern. Ah, man nutzt also irgendeines. Entschuldigung, ich weiß nicht, wo das herkam. Das heißt, die zusammenhängende Gruppe, die funktioniert. Und weil es hier 3 sind, werden die 3 hier genutzt. Hier würden auch 3 und da würden auch 3 genutzt. Das heißt, es gibt keinen Radius hier, ne? Hier wird kein Radius zugewiesen. Es ist immer die ganze Gruppe. Wenn wir hier. Boah, dann würde sich das hier lohnen. Da könnten wir von hier aus die über Zeit runter. Ja. Und die weisen von hier nach hier oben zu. Problem, je weiter sowas entfernt ist von der Erde, dann gibt es quasi so eine Art Inflation, also so eine Art Verlust. Aber hier würden wir riesige Felder erschließen. Riesige Felder. Das heißt, von denen sollten wir, weil der ist gerade verloren gegangen, noch viel mehr bauen. Unfassbare Mengen. Und sollten da alle Planeten sind nämlich günstig in der Nähe von solchen Stationen. Von solchen Feldern. Und hier wird gebaut, Produktionsertrag, Entfernung 3. Nein, das ist nur ein Feld. 0,1. Das ist alles. Nur 0,1. Das ist nie und nimmer die 3 Felder hier. Das ist aber erbärmlich wenig. Vielleicht kann man das später noch irgendwie boosten oder ausdehnen, aber das ist ja nix. Und wie schnell kann man die bauen, die Arbeitsschiffe, in allen 5 Runden 1 bauen? Und das sorgt dann für 0,1 mehr hier. Und darauf geht dann nochmal die Zustimmungswertung hier rein. Die 96% Zustimmung gehen noch drauf. Also ein bisschen weniger, das ist ja absurd.
Wo stehen denn die 0,1 hier? Mineralienzufuhr ist was anderes, glaube ich. Oder es ist die Mineralienzufuhr. Die war vorher, glaube ich, bei 4. Und dann hätten wir 0,1 pro Feld. Und das würde die erklären, dass da die Mineralienzufuhr von plus 4 auf plus 4,3 gestiegen ist. Anscheinend hat doch jedes Feld, Sascha meint es auch, eines. Weil ich schau mal hier, auch rein grafisch, hier sind überall Symbole. Das müssten 0,3 sein. Anders macht das keinen Sinn. Und ich wette, das kann man noch durch Technologien verbessern.